So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession hier zu Anno. Ja. Oh. Da kommt sie ja an. Meine Freundin, mal wieder. Okay, die wird wahrscheinlich darüber fahren. Na, da beginnt das ja relativ actionreich mal wieder. Das ist noch inaktiv. Okay. Das ist natürlich schlecht. Wie lange geht jetzt eigentlich noch der Kredit? 4 Minuten. Der Plan ist jetzt einfach, oder die Überlegung ist aktuell von mir die... Alarm. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Unter Umständen Hector ausschalten. Das ist natürlich die Frage, lang meine Schiffe, die ich hier habe. Das könnte ja knapp werden, ne? Wenn man das vielleicht geschickt anschnallt, die Flotte ein bisschen weglockt. Hey, warte mal. Na gut, komm. Fahrt mal da hoch. Du sammelst erstmal alles ein. Ja, nee, die Frage ist, die Hector wegmachen, weil wir werden früher oder später eine neue Insel benötigen. Also sobald wir wieder die... Also sobald dieser Kredit abgezahlt ist, ist es natürlich so, dass unsere Leute gut aufsteigen. Aber wir brauchen ja erstens mal die Hartweizen. Oh, wir haben hier Hartweizennudeln. Ja, dann passt das doch. Hartweizennudeln. Ja klar, wir haben hier Hartweizen, was wir zu Nudeln umwandeln können. So. Dann werden wir ja definitiv für Pasta-Gerichte. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür... Also für Pasta-Gerichte brauchen wir definitiv die Hartweizennudeln. Das weiß ich noch. Und dann ist halt die Frage... Oh, ist sogar noch richtig einigermaßen in Erinnerung gehabt. Hier unten ist Obst. So, ja, definitiv. Oh, nie, oder? Hier finden Sie alles, was Sie benötigen. Okay. Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. Interessant, mein Freund. Zuckerrüben. Ja, das nutzt mir alles halt gar nichts, ne? Geschwindig. Unterhaltskosten minus 15%. Ja. Da haben wir aber nichts mehr. Doch, da hätten wir sogar noch was frei. Was kostet es nur? Du kostest halt 80 Unterhaltskosten. Oh, sind Sie angemeldet? Was führt Sie zu? Dann ist es auch... Ja! Willkommen bei SAAT-Technologie. Ich muss mich dann wieder organisatorischen Dingen. Ja, das darfst du ja auch tun. Oh. Ja, ja, jetzt hauen sie wieder alle ab, hä? Komm, dann machen wir die da hier kaputt. Geh mal hin. Ein bisschen zerstört ist zerstört. Was hat das da hier? Und wenn der hier so blöde rumgammelt, machen wir den da auch noch schnell platt. Wenn wir den irgendwie noch erwischen sollten. Du kommst runter. Weil ich glaube halt nicht, dass wir mit den Ketus-Kreuzer auch nur annähernd angreifen können. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Definitiv. So. Sehr schön. Irgendwo hatte ich noch so ein kleines. Genau da. Ach, guck mal, da hat ein Hydrant. Was war das jetzt eigentlich nochmal? Ah, macht die Einheit unsichtbar. Stimmt. Du fährst mal da rauf, weil du gibst das da dem da. Was hat er drinnen? Und, Unterhaltskosten minus 15%. Habe ich 50% gesagt mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Also gedanklich habe ich zumindest mit 50% gerade gespielt, gebe ich aber zu. So, Kredit. Ein Auftrag von der Organisation. Höchste Prio. Ja, gut. Sollte. Der Vorstand hat andere Prioritäten in dieser Sache. Moment. Das würde bedeuten, ich sollte jetzt die nächsten 15 Minuten einfach mal nichts machen. Okay. Ich schaue gleich mal nach, wie es politisch aussieht bei den beiden Lagern. Wir sind ja jetzt eher ja auch die Ökos. Also wir müssten eigentlich... Nee, das ist Schwachsinn. Wir sind für die Ökos da. Also bedeutet, dass wir arbeiten mehr für Jana. Na. So, das ist platt. Sehr schön. So, dann
der ist wieder dort oben und gibt hier gerade die Sachen an ab, ne? Haben Sie wissenschaftliches Interesse an unseren... Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit... Ja, du bist irgendwie immer kurz angebunden, mein Freund. Du bist immer irgendwo kurz angebunden. Dann wäre natürlich die Frage, die langt hier diese Schiffsflotte überhaupt aus, um gegen Hector vorzugehen? Das ist ja das Nächste, ne? Das wäre natürlich auch interessant. Also die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Ja. Also ich meine, der Auftrag wandert eh gleich dort unten rein, da brauche ich nicht auf OK drücken. Dann brauche ich zumindest kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich das jetzt nicht mache. Also ich meine, wenn die Schiffe hier schon so freiwillig mir folgen. Ja, gut, komm. Shit, du musst es ja annehmen oder ablehnen. Also ich habe, wie lange habe ich Zeit dafür? Auch 15 Minuten, ne? Diana da, okay, das kriegen wir doch hin. So, sehr schön. Auch das Schiff ist platt. Platt wie eine Flunder. Wir brauchen auf alle Fälle die Credits, weil ich noch die SSAT freischalten möchte. Wo war denn Kaffee? Kaffee war da nicht. Kaffee war da auch nicht. Kaffee war da auch nicht. Nee, Schande. Kaffee? Kaffee auch nicht. Aber da hätten wir noch eine Fruchtbarkeit frei. Allerdings hätten wir das da. Das ist natürlich blöd, haben wir hier unten. Ja, das Blöde ist natürlich, je weiter runter ich gehe, desto schwerer wird es für mich, diese Insel auch nur im Ansatz irgendwie, Ruin macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Ich zähle auf dich. Also, Bauk? Ja. Okay, so. Das ist zwar schön, dass ich die Schiffe jetzt alle sage, hier folgt ihm. Und das Schiff wird hier irgendwie durchgenudelt von meinen Schiffchen. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Du machst dich. Ja, ich weiß, Baby. Ruin macht uns die Hölle heiß, wenn das hier... Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Da. Also, wir machen das einfach so. Wir werden... Habe ich das jetzt eigentlich schon gesehen? Ja, Ökobilanz ist weg. Der Kredit ist weg. So, sehr schön. Die sind ja schon unten. Das bedeutet, ihr könnt rauf. Lifestyle. Diese Stadt ist ein kleines Paradies geworden. Findest du nicht auch? Ja. Finde ich auch. So, Lifestyle fehlt. Schlecht eher. Rest sieht gut aus. Das gefällt mir sehr. Was haben wir denn hier im Lager? Da. Wir haben genügend Teile eigentlich da. Die Frage ist jetzt natürlich nur die, warum bauen die so wenig? Halt. Wir haben jetzt, genau, die machen ja aus süßen Elektroteilen, machen die diese Kommunikatoren. Das weiß ich ja noch, das haben wir das letzte Mal irgendwo. Sag mal, was ist hier jetzt bitteschön eigentlich mein Warenlager? Ich habe hier kein anderes Warenlager gebaut. So sieht es nämlich aus. Das ist das Einzige, der Kontor. Okay, wir haben jede Menge Mikroprozessoren-Chips über. Und ich sollte gleich mal nach meinem Schiffchen gucken. Weil das Problem ist ja das, wenn die greifen jetzt, wenn die in dieser Patrouille sind, nicht automatisch die Schiffe an, wenn sie verfolgt werden. Also man sieht ja, diese netten Schiffchen, die folgen jetzt hier, wollen das Schiff versenken. Und meine Flotte fährt halt, ja, ich sag mal, stur nebenher mit. Mehr macht sie nicht. Das habe ich damals eigentlich schon so ein bisschen blöde gefunden. Aber okay. So, das nächste. Weil das wird jetzt so oder so auch von selbst dann irgendwie kaputt gehen. Also, natürlich schon noch mit Befeuerung und so, aber das Schiff hier ist ein bisschen zu schnell. Na, aber wenn das so brennt wie normal, ne, würde ich ja fast sagen, Überlebenschance gleich 0%. So. Schiff 1 ist platt. The second. Please. Thank you very much. Was kommt denn da schon wieder an? Greifen den. Ist ja langweilig. Was können wir eigentlich auf der politischen Schiene gerade noch regeln? Das wollte ich vorhin schon mal gucken. Geht's. Genau, wir brauchen bei ihr so oder so Punkte. Warum haben wir eh nur zwei? Kredit könnte ich einen neuen aufnehmen. Ich hatte sie nicht so schnell zurückerwartet.
Ja, Technologien auf der Minimap. Technologien ermöglichen Ihnen den Bau besonders wertvoller Items. Na, das würde mich auch interessieren, was das nochmal ist. Fahr heim. Aber ganz schnell, mein Freund. Aber ganz schnell. Aber so schnell, schneller geht ja gar nicht. So schnell musst du heimfahren. Und wir kommen hier unten an Kitos Schlachtschiff etwas nah ran. Zu nah für meinen Geschmack, muss ich offen und ehrlich dazugeben. Oh, das Schiff dort oben kommt gut davon. Das gefällt mir. Bei den Schiffen werde ich halt niemals gegen Keto ankommen. Das ist leider mal eine Tatsache. So 4 Schiffe Minimum dort oben. Die ziehen ab. Die merken wohl selber, dass ich hier ziemlich nah an Ketos Schiffchen rankomme. Alter, aber jetzt natürlich so ein Raketensilo, was richtig geil ist. So. Was haben wir denn da? Komm. Aktivieren wir mal zumindest mal 2 Drohnen. Ja, lieber Frachter, du, ne? Es wird mir ein bisschen zu... Ach Gott, da oben ist es doch. Passt schon. Und tschüss. Du sammelst es mal auf. Du sollst aufsammeln. Oh Mann. Das wird wieder so ein Wettlauf, dann da irgendwie wegzukommen. Komm. Oh Mann. Ach, liebe Keto, können wir uns nicht irgendwie mal friedlich. Ich hatte sie nicht so schnell zurückerwartet. Ich meine. Gibt da ein paar Leute, die sind ganz schön. Kapitulation reicht nicht. Mein Auftraggeber will dich tot sehen. So, das war zumindest schon mal das Zeichen dafür, dass Keto uns wieder angreift. Genau, die will uns hier nur festanken. Okay. Zum Rand des Sektors. Jo. Komm. Tschüss. Einsammeln. Und jetzt. Hallo? Was scrollt denn das Ding jetzt auf einmal so langsam? Fahrt nach Hause. Wie viele Schiffe kommen da an? 2, 3. Boah. Erstaunlich, dass sie das ohne fremde Hilfe geschafft haben. Oh ja, ne? Meine ich auch. Solange es nur 3 sind. 3 gegen meine super kleine, geile Flotte. Um noch ein paar Drohnen zum Aktivieren. Was machen die jetzt? 4. Komm. Das ist. Wäre doch gelacht. Ja, genau. Wenn die es sich so anstellen, sollte das natürlich recht sein. Erst schießen, dann fragen. Yeah, Hector. Ich weiß. Das macht am meisten Spaß. Das macht am meisten Spaß. Oh, das könnte für das eine Schiff knapp werden. Fahr mal ein bisschen weg. Ja, das war klar. Ja, das hätte ich früher wegfahren sollen. Okay. Die Barracudas haben deinen Kahn in ihrer Gewalt. Wenn ich Geld sehe, kriegst du ihn wieder. Ja, meine ich auch. So, war das das... Ne, das war zumindest Gott sei Dank noch nicht das Schiff mit den Geheimplänen. Damit hätten wir eins weniger. Das ist natürlich jetzt wieder suboptimal. Damit hat sich der Plan mit Hector zumindest vorerst mal noch ein bisschen nach hinten verschoben. Dann fahrt ihr mal nach Hause, du fährst dahin, der fährt ja jetzt nirgends vorbei, wo es irgendwo kritisch wäre zumindest. Keto muss sich erst wieder neue Schiffe bauen, bevor die groß Stress machen kann. Wie lange dürfen wir jetzt eigentlich immer noch keinen Hafen bauen? Irgendwie ist das auch eher schon vorbei. Das ist doch vorteilhaft. Wie viel Energie frisst du denn? Dann kann ich dich nicht bauen. Da drüben will ich dich nicht bauen. Ach, Autosave ist ja auch wieder mal ganz toll. Komm schon. Was habe ich jetzt gebraucht?
4 Bauzellen. Ja gut, ich meine, das sollte ja jetzt dann gerade... Ja gut, okay. Ich geb's. Ab und an. So, bis die Schiffe dort over sind, sollte das auch freigeschalten sein, ne? Wie sieht's hier eigentlich aus? Ganz okay, Nahrung fehlt mal wieder. Dann bauen wir da einfach mal schnell ein paar Fische. Fischtifi. Oh. Oh. Warenlager. Nee. Ach, Warenlager von dem Ding. Ja, okay, jetzt. Ich bin etwas langsam. Das ist das Hafengebäude. Was mir dann sagt, wir bräuchten... da? Soll ich hier mal draufklicken? Wir sollten nochmal einen neuen Hafen bauen. Damit wir da einfach auch irgendwo wieder klarkommen. Grinst du so, weil du den Auftrag geschafft hast? Ja, yeah, ich grinse so. Deswegen. Nicht übel. Danke. Okay, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich beim NPC bedankt. Sie müssen noch einiges über Loyalität... Bla 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 bla. So. Okay, dann fährst du zurück, ohne dich irgendwie abknallen zu lassen. Nach Möglichkeit. So, wie sieht's hier aus? Haben wir Bauzellen da? Nö. Haha, voll das Spiel verarscht. Jetzt muss ich nur schnell sein, ne? So. Jetzt kann ich es immer noch nicht leisten. Weswegen? Weil ich es dort hinten nicht hinbekomme. Energieversorgung mangelhaft. Boah, ich meine, das ist ja jetzt kein Problem, ne? Was wir halt bräuchten, wäre diesen Aufstieg, dass wir die Offshore-Leute bekommen. Kohle. Ja. Könnte das da hier mal ausbauen. Wir könnten dort hinten vielleicht noch mal ein Dings reinbauen, ne? So ein Warenlager. Wäre mir fast sogar recht. So. Was ja dann bedeutet, respektive, wir können uns wieder Schiffe bauen. Wollten natürlich mal Bauzellen dazu, was so viel bedeutet wie Handelsroute. Genau. Rechtsklick einfach drauf. So. Dann nehmen die zumindest keine mehr mit. Wenn wir ja brauchen, so oder so. So. Die ganze restliche Flotte ist hier oben. Wie sieht's aus? Genau. Das Schiff muss dann repariert werden. Das Schiff sollte auch repariert werden. So, ihr fahrt aber jetzt alle mal bitte irgendwo dorthin, wo ihr dann auch erstens mal repariert werden könnt und natürlich zum Verkauf. Das Schiff sieht immer noch sehr gut aus. So, die müssen alle reparieren. Hat der noch was frei im Lagerplatz? Nö, nö. Komm. Dann haben wir das zumindest auch schon mal. Ja, du sollst eigentlich nur dahin fahren. Muss den nicht schützen. Das ist repariert. Das muss ich da selber nochmal gerade durchgucken. So, die sind alle ganz. Okay, dann nur noch ihr beiden am Schluss. Das ist doch schon mal sehr interessant. Ja, das werde ich nicht mehr hinkriegen. Leider, leider. Was macht denn das Schiff? Merkt das jetzt hier die beiden? Nö. Andersrum. Ja. Angreifen! Wenn die schon so aggro sind, dann fahren wir doch mal hier runter. Und... Haha, ich kann euch auslachen. Denn ihr seid mir voll in die Falle gefahren. So, der ist voll. Der ist auch voll. Hör bloß auf, das Schiff hier zu versenken, ne? Ansonsten krieg ich... Das waren gute Männer. Oh. Verdammt. Mit Familie. Na, sowas aber auch. Okay. Das war's dann auch schon wieder für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Baba.